Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Jawohl, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben bei dem Dr. Nock, der Dino-Süchtiger. Ah ja, und jetzt in dieser Folge, jetzt dürfen wir ja den Fernseher umschalten. Dann, ja, schalten wir den mal um. Benutzen. So, was läuft denn heute Schönes? Willkommen bei den Börsen-News. Hier geht es nur um zwei Dinge. Kaufen und verkaufen. Na toll, vom Regen in die Traufe. Das stimmt wohl, ich werde erst einmal meinen Kopfhörer wieder lauter machen. So, ich hoffe, jetzt ist gut. Also, ja, Fernseher, können wir den weiter umschalten? Ich lasse das jetzt an. Es läuft ja eh nur Mist. Okay, hat uns ja sehr viel genützt. Komm, ein bisschen Ketchup. Der Ketchup guckt gerne Kochsendungen. Oh. Ja, stimmt ja, das sagt die alles, was der gerne schaut. Ja, mit Professor Nock können wir ja nichts machen. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh mein Gott! Oh, du bist nur. Hello, Edna. Hello. Was geht ab? Das geht bestimmt immer noch nicht. Dein Ticket? Das geht, Leid. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine. Okay. Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dinogene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Wir wissen es aber nicht. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernsteineinschlüssen. Okay. Ja. Ich schau später. Wenn die... Ja. Ja, wenn die Welt noch existiert, bla bla bla. Gehen wir mal raus, die Maus. Ja. Da ist immer noch der Yuppie. Können wir mit dem nochmal was machen? Wir müssen irgendwie an sein Telefon bekommen. Hallo? Hallo? Hey, Feuer, Feuer, kaufen. Ah, jetzt haben wir neue kaufen. Kaufen? Was sagst du? Kaufen? Kaufen. Kaufen? Nein, nicht mehr kaufen. Nicht mehr kaufen. Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Okay, nochmal reden. Hallo? Verkaufen. Verkaufen. Was sagst du? Verkaufen? Verkaufen. 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 Verkaufen? Wirklich verkaufen? Ja, jetzt schnell verkaufen. Ja, jetzt schnell verkaufen. Nicht mehr kaufen, nicht mehr kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Oh. Okay, wir müssen irgendwie... Hallo? Ja. Ich mach mal nur verkaufen. 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 Nein, immer noch nicht verkaufen. Nein, immer noch nicht verkaufen. Nicht verkaufen, nicht verkaufen. Was sagst du? Na. Okay, hat nicht so gut funktioniert. Hallo? Ja, halt das Ganze nochmal verkaufen. Verkaufen. Was sagst du? Verkaufen. 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 Nein, kaufen, alles kaufen. Nein, kaufen, alles kaufen. Kaufen, kaufen. Was sagst du? Na, ein Glück. Oh. Okay, nochmal. verkaufen. Was? Verkaufen. Verkaufen. Verkaufen? Ja, ja okay, nicht mehr nichts. Was sagst du? Na. Dann versuchen wir es mal mit kaufen. Hallo. Kaufen, alles kaufen. Was sagst du? Kaufen. Kaufen? Kaufen. Nein, kaufen, alles kaufen. Ja, jetzt schnell verkaufen. Sieh mal, Yuppie, es ist ein Junge. Sieh okay. Mal, Yuppie, es ist ein Junge. Wie bitte? War nur ein Scherz. Ein Oh nein, nicht schon wieder. Das Telefonat. Hallo, bist du noch dran? Was sagst du? Was? Alles verloren? Ja, verstehe. Gut, bis dann. Wolltest du nicht telefonieren? Bitte sehr, behalte das Telefon ruhig. Das ist ein Scheiß. Okay. Ja. Ein Telefonat wurde abgebrochen, das nicht mal da war, aber gut. Ja, jetzt haben wir das Telefon. Gehen wir mal zum Tele... Ja, zum Telefon-Ecke. Sag ich jetzt einfach mal. Okay. Okay, war irgendwie, ja. Irgendwie ein bisschen lächerlich. Und irgendwie ein bisschen doof. Okay, aber jetzt hier Telefon. Können wir das irgendwie... Was war das?
eine Münze nehmen. Wechselgeld. Sehr schön, jetzt haben wir eine Münze und immer noch das Telefon. Können wir da noch mehr Geld rausholen? Nein, funktioniert nichts mehr. Nicht. So, jetzt können wir bestimmt Kaffee holen. Das ist ja toll. Wir kommen hier voran im Spiel. Das gefällt mir. Gut, also dann müssen wir jetzt einmal... Das Ding war, glaube ich, hier. Jawohl. Ich finde es immer noch scheiße, dass wir den Generalschlüssel nicht mitnehmen können. Zack, hier einmal in die Bar und dann hier. So, und jetzt können wir sicher... Erstmal müssen wir sicher einen Becher dahin tun. Zack, und dann einmal die Münze. Kaffee. Sehr schön, jetzt haben wir Kaffee. Nehmen das mit. Kaffee, jetzt können wir das den Bienenmann geben. Und dann kriegen wir bestimmt sein Ohrschmalz. Das bestimmt eklig ist. Ja, so, hier, bitte sehr, Kaffee. Hier, ich habe dir einen Kaffee gebracht. Sehr aufmerksam. Ohrenschmalz. Sieht aber irgendwie ein bisschen aus wie Honig. Ist irgendwie aber eklig. Aber können wir da vielleicht die Biene reintun? Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Es sieht ein wenig aus wie eine Mücke, die in Baumharz eingeschlossen ist. Fliege im Ohrenschmalz. Super, können wir da... können wir das trinken? Das wäre so eklig. No way. Auch ich habe meine Grenzen. Komm schon, Edna. Das stimmt auch. Ekliger als der Stinktrink kann das auch nicht sein. Yeah. Na gut. Ich nippe mal ein wenig. Schmeckt irgendwie malzig. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Können wir vielleicht noch ein bisschen Ketchup rein? Ein kleiner Schuss wird wohl nicht schaden. Delikate Mischung. Ja, immer noch das Gleiche. Aber es ist irgendwie... Können wir... Da steht schon was drauf. Vorsicht, Frank. Okay. Also, die hat echt ein bisschen vom Ohrenschmalz getrunken. Okay. Harvey, was sagst du dazu? Monsieur, einen Drink? Mit Fleischeinlage. Okay, ja. Ich habe aber so einen Gedanke. Können wir das vielleicht Professor Nock geben? Ich probiere es jetzt einfach mal aus. So, dann zack, einmal wieder da raus. Da ist immer noch der Yuppie, der so traurig steht, weil er alles verloren hat, in Anführungszeichen. Aber gut, dann... Hier, Professor Nock. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino-DNS in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behalten? Was bekomme ich denn dafür? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein meinen. Kommen wir ins Geschäft. Abgemacht. Deal. Das soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Jawohl, jetzt haben wir ein Ticket. Ein Kleiderbügel Nummer 3. Gut, das können wir sicher den Ding geben. Ja, den Alumann. Aber erstmal will ich nochmal schauen, ob er noch was zu sagen hat. Eine Sache noch. Lass mich in Ruhe. Ich muss über mein Leben nachdenken. Der ist echt am Arsch irgendwie. Ja, hier, Alumann, ich habe hier etwas für dich. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist.
Aha, und jetzt willst du tauschen? Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Danke, du bist ein echter Freund. Okay, ich wollte eigentlich jetzt die Schocktherapie machen. Jetzt haben wir Nummer 2. Okay, ich rede mal mit dem. Hey, Alu. Hallo, Edna. Ich habe mich entschieden, ich will die Schocktherapie. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr tapfer, Kind. Dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich mit denen selbst irgendwo hinfahren. Aber jetzt haben wir Nummer 2 und mit denen lässt uns, glaube ich, nicht ins Wäschelift. Oder? Ich versuch's einfach mal. Hier war's. Nur für Personal, okay. Ich bin ja Personal. So, erstmal einmal hier. Bitteschön. Ich wollte dir das geben. Ich Nimm habe das. Mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, du darfst passieren. Hui. Die Berganstalt von Dr. Marcel verfügt über ein Wäscheliftsystem, das die Patienten benutzen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen, hinter dem Rücken der Wächter. Das Wäscheliftsystem wird von Herrn Mantel bewohnt. Der wohnt in einem Regenschirm, in einem aufgespannten, den er mit den nötigsten persönlichen Gegenständen wie Zahnbürsten und einem Wecker und so weiter ausgestattet hat. Und Herr Mantel hat so lange das Tageslicht nicht mehr gesehen, dass alle Farbpigmente aus ihm ausgelaufen sind. Der ganze Sachverhalt ist so krude und an den Haaren herbeigezogen, dass ich mich frage, warum mich nie jemand danach gefragt hat, was überhaupt alles für ein Quatsch ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wahrscheinlich sind einfach so viele bescheuerte Annahmen getroffen worden von mir hier an dieser Stelle, dass man einfach abschaltet und denkt so, ach, egal. Jetzt okay, ich mach jetzt einfach mal auch weg. Ja, wir hängen hier so schön. Und der hier in dem Regenschirm wohnt, also der Herr Mantel. Da kommt der nächste Ausgang. Das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte eigentlich mit dir reden, ne? Ich frag schon nochmal zurück. Geht's? Ich will nämlich erstmal noch mit dem Herr Mantel reden. So, reden, Herr Mantel. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name? Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Ein Gehrock? Wohnst du etwa hier? Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Seh schon. Okay, wo fährt der Lift hin? Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Okay, das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Okay, aber früher beige. Gibt es hier drin Motten? Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach das? Das sind nur Wolfsspinnen. Davon gibt es eine Menge hier. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe.
mein empfindliches Gewebe. Ja, okay, kommt nicht langsam mal der nächste kommt Ausgang? Nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Jetzt sind wir hier. Okay. So, ja. Ich rede mal nochmal mit ihm. Wenn ich jetzt wieder hier mache, kommt er dann schneller. Ja, oder? Jawohl, okay, dann einmal zack, wieder. Hier durch. Jetzt haben wir nämlich mit denen geredet und jetzt noch einmal. Kommt nicht. Tja, das ist Bo. Da kommt er schon. So, jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. Ja. Tja, in diesem Screen ist das... Okay, nein, keine Lust auf Poki. Die Idee mit dem Strom. Okay, wir machen erst einmal zack das Licht an. Toll hier aus. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns hier erst in der nächsten Folge ein bisschen um. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, ein Abo und einen Kommentar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Dann bis zur nächsten Folge, euer Pando. Dann ciao.